Von einem der höchsten Punkte auf der Karte hat man einen fantastischen Ausblick über das Dorf Alteiche im schönen Westerwaldkreis. Dessen Vielfalt sich nicht nur im Wald widerspiegelt, sondern sich weit über die Landschaft und das Dorf erstreckt. Vorbei am Gestüt Glückshof, runter zur alten Wassermühle, erreichen wir das 500-Seelendorf Alteiche. Mit seinen alten Fachwerkhäusern, wie zum Beispiel der Feuerwehr, fühlt man sich hier und da in der Zeit zurückgesetzt. Wenn man im Dorf angekommen ist, fühlt man sich direkt ausgebremst und herausgeholt vom Alltag. Die ansässige Bäckerei und andere zahlreiche Gaststätten laden nach einer ausgedehnten Wanderung zum Verweilen ein. Ein Dorf, wo die Uhren noch anders ticken, wo man miteinander die Freizeit im Schwimmbad verbringen kann, aber auch anpacken muss und sich gegenseitig hilft. Wie bei einem Feuerwehreinsatz, wo auch mal der Landmaschinentechniker einfach alles stehen und liegen lässt, um zu helfen. In einem Ort, wo noch auf Tradition und das ehrliche und bodenständige Handwerk gesetzt wird. Wo die Leidenschaft als Kleinbauer noch geschätzt wird, das ist die Alteiche im Westerwaldkreis. Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute, ja, ihr habt es hoffentlich gesehen und ein bisschen entdeckt im Intro. Wir werden uns heute eine Karte vom Kalle anschauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Intro gestalte. Ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall wird. Wir werden uns nämlich jetzt im ersten Schritt mal die Karte, wie immer, ganz frei von der Leber aus weg anschauen und so ein bisschen das Feeling mal wieder vom Kalle catchen. Es ist die Alteiche im Westerlandkreis. Und der Kalle hat mir auch so ein paar Eckdaten und Rahmenbedingungen schon genannt, dass es 5 Höfe gibt, es gibt wieder Produktionen zum Kaufen, es gibt aber auch diesmal ein paar Flächen wohl auf der Karte, die außerhalb der Map liegen. Das wird wahrscheinlich das hier sein tatsächlich, wo man einfach sich frei von der Brust weg, von der Leber weg austoben kann, wie man möchte. Ich bin gespannt. Ihr wisst ja, Kalle ist für mich so ein Ding. Du darfst nicht auf das Grobe gucken, sondern du musst die Details und die Feinheiten in jeder Ecke suchen und finden, ganz klar. Weil er hat halt so dieses Gespür. Ich weiß nicht genau, wie man das sagen soll, aber ich glaube, ihr wisst alle mittlerweile, wovon ich rede. Und ich würde sagen, wir gucken es uns einfach mal ganz gemütlich an. Wir kommen hier am Starthof raus. Der liegt zentral in der Karte. Und das sind direkt solche Feinheiten. Es ist nicht viel, ne? Aber wir haben hier so ein bisschen freilaufende Hühner und die sind hier wohl an einem angebauten Schuppen untergebracht. Na, einfach so ausgebaut, angebaut, wie auch immer man das sehen will. Das ist schön. Das gefällt mir. Das sind wieder so direkt im ersten Moment diese Punkte, wo ich denke, Kalle, woher nimmst du dir deine Gedanken? Und halt auch diese Detailreichheit, ne? Wie man immer wieder sieht, dass man hier und da Schmutz sieht und wirklich intensiv mit Deko arbeitet. Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und das Ganze rundet es na klar ab, dass man auch die Fahrzeuge dementsprechend schmutzig herstellt. Auch das habe ich von meinem Freund Kalle gelernt, so über die Zeit. So, gucken wir mal rein. Wir haben hier einen Stall. Das ist, glaube ich, wieder ein Standard-Kuhstall, aber frisch aufbereitet wieder von Kalle. Ja, das mag ich halt auch. Da bin ich. Ich glaube, ich und der Kalle sind da irgendwie vereint im Herzen. Wir nehmen einfach das, was da ist und basteln uns das Ganze so ein bisschen um.
und versuchen so wieder ein bisschen Flaschenwind reinzubringen. Ich glaube, hier möchte uns sagen, dass wir hier Ballentrigger drin haben für Stroh zum Einstreuen. Er hat da einen Freilauf draus gemacht, ne? Sehe ich das richtig? Können wir hier auch noch rein? Können irgendwann passt. Die Karte ist noch ein bisschen Work in Progress, also wir werden hier und da noch etwas sehen, wo vielleicht noch nicht ganz so passt. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, denn der Kalle. Und an der Stelle, Kalle, wünsche ich dir alles erdenklich Beste von mir zu deinem Geburtstag. Lass es dir gut gehen. Ich hoffe, all deine Wünsche gehen in Erfüllung. Aber besonders Gesundheit wünsche ich dir und ein langes Leben, sagt man bei uns. Und deswegen mache ich nämlich heute auch das Video als kleines Geburtstagsgeschenk. Deswegen möchte ich mir auch mit dem Intro so ein bisschen Mühe geben, um hier einfach nochmal so ein bisschen ein i-Tüpfelchen als Dankeschön und na klar als Geburtstagsgeschenk so ein bisschen auf die Beine stellen. Ich bin gespannt, wie es wird. Es ist ein bisschen creepy, wenn man vorab erstmal die Eindrücke sammelt, aber man weiß ja, man macht irgendwas dann noch davor, aber weiß noch nicht, wie das ist. Das ist ganz cool. Sehe ich da gerade richtig, Kalle? Hast du da schon Manure drin? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er mir das geschrieben hat. Wir haben ja hier den Geschichte mit Store Deliveries. Das wurde ich auch immer wieder gefragt, was wir da nutzen, damit es hier direkt angeliefert werden kann. Die Mod nennt sich Store Deliveries oder Filiallieferung. Na, gucken wir mal. Tatsächlich. Menu System ready, Freunde. Klar, für die Consoleros ist es, glaube ich, nicht vorhanden, wenn ich das gerade richtig weiß. Das ist schön. Schön alt abgerundet. Das zu modern. Also ich nenne es mal modern und das eher so ein bisschen urig. Das ist schön. Es harmoniert wirklich sehr, sehr gut miteinander. Die Höfe sind halt wieder direkt Kalle-Style. Ne? Man merkt direkt wieder die Handschrift. Ne? Das hier sage ich auch immer wieder. Das habe ich auch so ein bisschen gelernt. Schrägstrich, böse Zungen sagen, abgeguckt. Nee, ich habe es von Kalle gelernt. Die Höfe, die Flächen so ein bisschen zu unterteilen, damit es nicht so eintönig wirkt, sondern frisch und ja, das Auge hat immer irgendwas zu entdecken. Und ja, das macht der Kalle halt par excellence. Muss man einfach ein bisschen rumschleimen. Seine Höfe wirken einfach so ein bisschen urig, detailreich. Na, böse gesagt, ne, runtergekommen, aber ich mag das ungemein. Schön. Das ist also unser Stadthof. Ja, für Kalle seine Verhältnisse haben wir hier fast schon ein bergiges Gelände, oder? Schön. Das gefällt mir gut. Ein kleiner Anstieg hier nach oben zur Hauptstraße. Und dann eine große Weide dazu. Das ist schön. Ich glaube, ich mache zu dem Intro so ein bisschen... Ja, so hier, keine Ahnung, Cinematic Shots oder wie man das nennt, um hier und da so ein paar Eindrücke zu sammeln. Und wir gehen hier sonst wie immer ganz spontan so ein bisschen über die Map und gucken uns das Ganze an. Wir gucken uns mal ganz kurz noch ein bisschen das Gelände an, wie weit sich das noch hochzieht. Hier ist nochmal eine Weide. Lasst mich mal ganz kurz die Trigger anschalten, denn die habe ich natürlich meistens aus. Tatsächlich, guck mal. Ihr habt hier also eine Weide. Und dann könnt ihr hier, na klar, anliefern. Ja, ihr müsst einfach mit dem Anhänger rein und dann könnt ihr die überladen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich habe bei mir die Mod Animal Grazing drin. Das ist natürlich nur für die PC-Spieler. Jetzt ist, na klar, die Frage. Kuhstall, Kuhstall Westwald Hof. Bin ich jetzt automatisch hier, wenn ich hier reingehe? Ich glaube ja, ne? Wenn ich hier am Symbol reingehe, bin ich direkt am richtigen Stall. Viehhandel. Ja, das ist nicht das, was ich suche. Kuhweide. Nehmen wir das? Ah ja, guck mal, es geht sogar. Animal Grazing ist sogar auch verfügbar. Deswegen hat sich auch hier die Foliage ein bisschen verändert. Ist cool. Bisschen Wasser dazu. Die Viecher können von der Weide im Sommer grasen. Sehr schön. Aber wie gesagt, nur für PC-Spieler.
Animal Grazing. Das ist eine Mod vom Same. Und dann funktioniert das Ganze. Es hat tatsächlich auch so ein bisschen was von meiner alten Gegend. Na, guck dir das an. Ist das nicht schön? Da können wir gerade nochmal einen kleinen Screenshot machen. Also es tut mir leid, ich mache das halt, wie gesagt, so ein bisschen frei von der Leber weg. Und da muss ich einfach solche Sachen gleich direkt aufnehmen. Schön. Das geht immer noch ein bisschen mehr auf. Glößmuggersäckele gerade immer noch mehr auf. Gucken wir mal ganz kurz noch die Felder an. Wir haben relativ große, also ich würde jetzt mal behaupten, für Kalle seine Verhältnisse, relativ große, so ein paar kleine noch dazwischen. Das ist schön. Klar, die PDA, so wie immer, wie man es vom Kalle kennt, praktisch, so wie es sein soll. Oder darf, wie auch immer. Ihr habt hier auf jeden Fall genügend zu malen. Ihr habt genügend Bäume drin. Es sind auch Bäume noch platzierbar. Und ihr habt ein paar Deko-Layer zum Malen. Also ihr könnt auf jeden Fall euch einen Hof bauen. Das ist schön. Das ist wirklich schön wieder. Allein schon so diese Anordnung von den Straßen. Ne? Hier kommt die Querspange, dann geht es nach oben und da rein wieder in Richtung Feldweg. Das ist schön. Boah, da kriege ich gerade so ein bisschen Gänsehaut. So, was haben wir hier denn? Wir haben hier den Großhandel Alteiche. Dazu mit dem Glasbau. Da ist das Verwaltungsgebäude. Ne? Das ist schön. Da freue ich mich wieder. Drehschemelfreundlich, das ist immer gut. Ich versuche es ja immer wieder, aber ich suche mir dann trotzdem immer die Notlösung, dass ich nicht umdrehen muss mit dem Drehschemel. Wo sind wir denn? Wahrscheinlich irgendwo hier. Dann gucken wir uns mal ganz kurz das Baugebiet an. Das geht nämlich hier entlang. Das interessiert, na glaube ich, immer viele. Ich weiß, ihr baut sehr, sehr gerne. Aber es gibt halt Mapper, die wollen sich selber verwirklichen. Da muss man halt immer so ein bisschen einen Kompromiss finden. Also, hier habt ihr die unterschiedlichen Felder. Sind die aufgeteilt? Jawohl, in vier Stück, in vier Parzellen, wo ihr dann euch großzügig austoben könnt. Das mit dem Nebel, das sieht schon fantastisch aus, ne? Muss man schon sagen. So, und dann erklimmen wir mal sozusagen den Berg hier von der Karte. Ist auf jeden Fall machbar. Ich würde fast sagen, das ist der höchste Punkt, oder? Hier oben. Ja, und dann runter. Oh, ist das cool, ne? Mit dem Gelände hier neigt sich so nach unten hier entlang. Schön. Sehr schön. Drin versteckt sich auch irgendwas. Ah, das sind die typischen Bauplätze vom Kalle. Habe ich auch lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ihr könnt jetzt diesen Bauplatz hier kaufen. Das ist der hier. Und dann müsst ihr einfach unter Abreisen, glaube ich, war das. Oder verkaufen. Eins von beiden. Da könnt ihr hier, dann seht ihr schon, das wird rot. Könnt ihr verkaufen, das Ganze. Und dann habt ihr hier zum Beispiel einen Platz, wo ihr bauen könnt. Feine Sache. Und daneben haben wir direkt, ah ja, hier können wir die Pommes für McDonald's machen. Production Plant. Ich glaube aber dazu müsst ihr das Gelände dann kaufen, ne? So, Alteiche 0,3 Kilometer, ne? Die Detailreichheit ist einfach fantastisch. Wo sind wir hier? In Renneroth. Ich weiß nicht, ob das an einen Original Gelände oder so angelehnt ist. Ich weiß, der Kalle, das ist, glaube ich, so ein bisschen sein Schätzele. Na, wenn man das, glaube ich, so nennen kann. Ich meine, das ist so... Ah ja. Oha. Oha. Das Gebäude kenne ich noch gar nicht. Ein Verkaufstrigger. Schön. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, woher ich das Gebäude kenne, aber ich kenne es irgendwie noch nicht.
Also die Straßenführung ist fantastisch. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Sehr schön. Auch guck mal hier, dieses Terraforming hier. Geht so ein bisschen in die Senke rein. Sehr, sehr schön. Ja, und hier haben wir den Blick runter aufs Dorf. Oh, ist das schön hier. Also ich bin ja immer einer, der gerne am Hof ist, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Das sieht man ja zum Beispiel bei meiner Karte momentan. Ich mache sehr, sehr viel Kleinmanagement gerne am Hof. Aber hier, wenn man so das Gelände sieht, da habe ich halt Bock, durch die Gegend zu fahren. Und der Vorteil ist halt beim Kalle, und das sage ich immer wieder, der Kalle macht halt gerne eher noch kleinere als Standardkarten. Dafür halt mit so viel Liebe und Detailreichheit rein, dass du halt auch Bock hast, rumzufahren, dir es aber nicht langweilig wird beim Rumfahren, weil die Wege so lang sind. Sondern du kommst halt wirklich an jedes Eck relativ zügig und entdeckst aber trotzdem sehr, sehr viel. So, hier sind wir beim Windhof, beim Schweinehof. Und werden auch direkt schon begrüßt. Ist das eine Fütterung? Ich muss wieder anschalten, es tut mir leid. Interaktionsmenüs. Ja, hier können wir auf jeden Fall was abladen. Kartoffel und Zuckerrüben. Das ist ein kleines Lager. Kann man da reingehen? Nein. Das ist so ein Deko-Gebäude. Aber auch hier erkennen wir halt wieder die Handschrift von Kalle, ne? Das ist wirklich super abgestimmt zueinander. Ich und der Kalle haben da irgendwie den gleichen Geschmack. Kalle muss unbedingt mal für mich noch einen Hof bauen. Kalle, LS25, nehmen wir uns vor, okay? Sehr schön. Kleiner Waschplatz dazu. Ja, auch das hier, ne? Das sind auch Details, das mag ich auch ungemein. Das Ganze so ein bisschen integrieren. Dass es nicht immer irgendwo plump an der Seite steht, sondern es einfach so ein bisschen integrieren in die Gebäude. Herrlich. Lass mich mal gucken. Gibt es da hier einen Lichtschalter zufällig? Das war ja eigentlich im 19er immer so gang und gäbe, ne? Hat sich so ein bisschen verlaufen, das Ganze. Mit der Taste R. Gut, dann ziehen wir mal weiter unsere Kreise hier im schönen Westerwaldkreis. Ich würde jetzt einfach mal mich so ein bisschen außen entlang schlängeln. Das Höhenmodell ist relativ, also nicht extrem, aber irgendwie, es passt einfach. Es passt wunderschön, harmonisiert, super. Hier haben wir die Mühle. Wieder zwischendurch reingucken, nicht dass ich noch mehr Quark labe, aber ich meine, das war die Agrargüter Westerwald. Ja gut, da kann man Nagler auch so machen. Er hat hier die Mühle an sich verwendet und hat aber daraus einfach einen Agrarhandel gemacht. Schön. Und da unten kommen wir schon zu dem Pferdehof. Lass mir mal noch ganz kurz auf die Schilder gucken. Reneroth haben wir schon. Herborn. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob einer aus der Gegend kommt oder so. Das ist klasse. Klasse. Also ich kann es mir hier sogar echt mit so kleinen Fahrzeugen vorstellen. Boah, schön. Hier runter in die Senke rein. Herrlich. So, ich habe hier jetzt, na klar, Ponys drin. Ist, weil ich EAS drin habe. Enhanced Animal System. Die macht aus gewissen Pferden Ponys. Gibt es leider nur für PC mal an der Stelle. Die Mod, deswegen euch mal nicht hier verwirren lassen. Wir haben hier also das Gestüt Glückshof. Pferde ist ja nie so mein Thema. Aber ansonsten die Hofstruktur sehr schön. Ich glaube, wir haben hier ein Ballenlager, oder? Ja, wir haben hier ein Ballenlager. Ich laufe mal ganz kurz rein. Das ist das mit Colli. Weil das wollen halt viele immer wissen. Ist das mit Colli? Kann ich da irgendwas unterstellen? Für mich ist es immer ganz einfach. Der Mapper hat es hier sich so gedacht.
Das sage ich ja auch immer wieder, dann ist es einfach so. Es gibt ja auch sonst genügend Unterstellmöglichkeiten. Dann haben wir hier den Stall und hier, guck da, das ist das, was ich meinte, also Unterstellmöglichkeiten noch und nöcher. Auch hier bin ich jetzt wieder massiv verwirrt. Hat er hier die Standard-Hörmann-Schüttgut-Gedönshalle einfach Tore hingebaut? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Und hier einfach rausgenommen. Ich sehe schon, Kalle, du, Kalle wird zum Schwab. Der baut doch nicht da raus und nimmt sie da rein. Schön. Sehr, sehr schön. Ah ja, guck mal, hier hinten haben wir noch den Ausritt, wie auch immer das Ding hier heißt. Koppel oder so. Da bin ich nicht vom Fach. Keineswegs. Und hier haben wir auch nochmal einen Unterstand. Und halt wieder, typisch Kalle, ne? Die Höfe sind nicht auf einem Niveau, sondern halt auch, da geht es mal ein bisschen hoch und runter. Sehr schön. An der Stelle, und das mache ich jetzt aus Eigennutz, ich könnte mir nämlich vorstellen, den hier auch als anderen Hof nehmen. Können wir den verkaufen? Es befinden sich noch Tiere drin. Das testen wir kurz gemeinsam, ne? Weil ich finde gerade, das ist ein kleiner, schnuckliger Hof. Wenn man den jetzt hier verkaufen könnte. Haben wir da mehr? Nein, wir haben nur drei Stück. Das ist schon mal gut. Ich bin mal so frei, Kalle. Weil ich bin halt einer, ich kann mit Pferde nichts anfangen. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Hof hier verkaufen könnten. Mal gucken. Kalle. Es ist halt Kalle, ne? Es ist Kalle einfach. Der Kalle ist einfach so ein gutmütiger Mann. Der denkt einfach an alles. Also ihr könntet hier sogar das Ganze dann euch zu einem anderen umbauen. Ah, okay. Aber da gehören halt die hier dazu. Okay. Aber man könnte sich trotzdem hier wieder was aufbauen. Wir können vollständigkeitshalber mal schauen, ob die Gebäude rein zufällig auch hier drin sind. Ich habe hier natürlich meine Mods noch drin. Ob es hier spezielle Alteiche Mods gibt. So. Okay. Oha, da sehe ich eine alte Mühle da unten. Die liegt, na klar, fantastisch, ne? Wenn man hier von oben runterkommt. Das sieht schon schön aus. So mit dem Blick rüber ins Dorf, da sieht man schon, ah, wir sind bald angekommen. Ich stelle mir gerade irgendwie so vor, hier beim Wandern unterwegs, man läuft hier runter und erhascht so den Blick runter ins Dorf, auf die Mühle. Sehr schön. So, und da sind wir schon am Dorf angekommen. Alteiche, Westerwaldkreis. Was haben wir hier? Ein 24-7 Hofladen. Der Landfreunde Alteiche. Ah, guck mal, da sind die ganzen Höfe drauf. Wellerhof, Windhof, Dorfhof. Wir haben also auch einen Dorfhof, Sonnenhof und Glückshof. Das ist ja schön. Ja, der Zusammenhalt in einem Dorf wird halt groß geschrieben, ne? Muss man halt noch ein bisschen zusammenbuckeln und unter die Arme greifen. Das ist schön. Hier haben wir die Feuerwehr. Das sehe ich nämlich, das ist das Gebäude von Bernie. Also auch was für die Feuerwehrler dabei. Ah, guck mal. Da hat er noch Gemeinde, Freiwillige Feuerwehr, Alteiche draufgepackt. Sehr schön. Können natürlich reingehen, ne? Sehr cool. Bäckerei, oder? Ja, da könntest du gerade nachher zum Spaziergang hier ein bisschen zum Einkehrer gegangen. Ich hätte gerne einen Leberkäse weg und ein Käfli. Sehr schön. Ja, wir haben hier so ein paar, na, wie nennt man das? Mit dem Holz fällt der Name mal wieder nicht ein. Das hat so ein bisschen was, ja,
Was soll ich da dazu sagen? So, man fühlt sich hier so ein bisschen, ja, als würde das schon etwas länger stehen, die Gebäude. Wie sagt man das so schön? Als wäre hier die Zeit stillgestanden. Ah, der Junge, wie das bloß Fahrrad nachgeschmissen. Ah, ne, der macht hier ein bisschen Öl drauf. Wichtig und richtig. Die Kette muss immer gut geschmiert sein. Wir haben hier natürlich auch Straßenschilder. Ich muss kurz auf die Zeit gucken. 23 Minuten schon. Aber das ist halt der Kalimap, ne? Da kannst du in die Ecken reingehen. Was ist das hier? Ach, das ist Pfarrhaus. Auch eine geile Idee. Ein Kreuz hin, ein Schild hin, gegenüber vom Ding. Auch hier wieder mit dem Holzgebälk. Sehr cool. Ist das nicht auch vom Barney das Gebäude? Der Kalle ist so ein kreativer Rundling. Das ist fantastisch. Und du kannst halt beim Kalle in jedes Eck reingehen. Es gibt halt wirklich immer was. Er hört nicht auf, wenn es hinterm Gebäude ist. Er hört einfach nicht auf. Er macht einfach weiter. Ich werde mit Sicherheit in diesem Video nicht alles unterkriegen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Denn wir sind jetzt, wie gesagt, bei 25 Minuten und wir haben eigentlich noch nicht alles entdeckt. Wir haben hier wieder Unterstände, die ihr, glaube ich, kaufen könnt. Übers Farmland, jawohl. Dann haben wir hier noch die Schreinerei. Ich mache jetzt mal was, nur damit ihr versteht, wie kreativ der Kalle ist. Wir haben hier Schreinerei und Zimmermann. Und hier sieht man genau, okay, der baut zum Beispiel für den ansässigen Förster so einen Hochstand. Entweder der Kalle hat es ausgeschnitten oder so wie ich es machen würde, ich würde den Hochstand einfach zu 50% unter die Karte setzen und den Rest abdecken. Kalle. Kalle und ich, wir sind Glaubbrüder. Das ist unfassbar. Ach, ist das geil. Das ist einfach herrlich. Der Kalle ist so kreativ wie Kalle, wir zwei müssen mal Minecraft spielen. So, hier haben wir noch den Landhandel. Und hier haben wir den Dorfhof. Jawohl. Dorfhof. Das interessiert auch immer viele. Das muss ich auch sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch hier wieder. Ja, Kalles Handschrift, ne? Direkt. Direkt. Sehr schön. Kleiner Freilauf hinten raus. Auch hier hat er wieder Gebäude verwendet. Klar, die hat man schon öfters gesehen. Dennoch wieder neu verpackt mit frischem Wind. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier noch? Sportplatz, oder? 1. FC Nussknacker Alteiche, Kreisliga C, Westerwald. Oh, schön auf dem Hartplatz. Ja, cool. Kleine Verkaufsstelle. Könnt ihr auch das Versprechen herbringen. Keine Ahnung, normalerweise Kiste Bier. Aber die Karte wird mit Sicherheit wieder, so wie man es kennt vom Kalle, auf Konsole kommen. Somit FSK 0 und somit kein Alkohol. Ich meine nämlich sogar, der Westerwald ist doch sogar bekannt auch mittlerweile für Whisky und aber auch, glaube ich, für Schnaps, wenn ich mich noch richtig entsinne. Das hier oben ist, glaube ich, eine Molkerei. So, was haben wir denn sonst noch? Wir haben hier drüben, da haben wir auch nochmal einen großen Kuhstall. Wir sind, glaube ich, haben wir hier? Wo ist denn die Mühle? Ja, genau, hier, das muss der Pferdehof sein. Dann gehen wir mal rüber zum Tierhändler. Da habt ihr auch einen Strohverkauf noch dazu. Hier habt ihr den Tierhandel. Naja, auch wieder Kleinigkeiten, ne? Man fährt hier rein zum Aufladen und zur Sicherheit kann man die Türen schließen, damit Kolfiech abhaut. Thomann Viehhandel. Schön. Kleinigkeiten, aber die darf entdeckt werden.
So, und dann gucken wir uns den großen Hof noch an. Das sieht mir nach dem größten Hof aus, würde ich fast behaupten. Hier haben wir auch nochmal Kühe. Und auch hier wieder auf zwei Ebenen. Das ist auch cool gemacht. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hier die große Halle dazu. Mit der integrierten Werkstatt. Sehr schön. So, wer bist du? Das Sonnenhof. So, ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen grob durch. Wir haben ja hier die Weide, wir haben hier noch den Landhandel. Und dann sind wir, glaube ich, mal vom Gröbsten durch. Den Rest würde ich dann euch aber auch gerne zum Entdecken lassen. Ich glaube, wir konnten sehen, dass wir hier und da einfach mal uns ein bisschen Zeit nehmen müssen, so ein bisschen verweilen, ne? Ein bisschen ruhiger und uns mal so ein bisschen in die Ecken rein verschlingen und die Details vom Kalle anzuschauen, damit man einfach auch mal spürt und merkt, was sich der Mapper dabei denkt, welchen Aufwand er sich macht und welche vielleicht auch kleine Geschichte hier er präsentieren möchte. So, keine Ahnung, Stress raus, Alltag raus, Entspannung rein oder irgendwie so, könnte ich mir hier vorstellen. Es wirkt alles so ein bisschen ruhiger und ja, einfach einen Schritt langsamer. Kalle, es ist eine sehr, sehr schöne Karte. Ich bin gespannt, was die Community dazu sagt. Wir haben natürlich noch lang nicht alles entdeckt. Ich möchte aber, wie gesagt, auch euch noch ein bisschen das Ganze entdecken lassen. Nehmt euch Zeit, schaut sie euch an. Release, wie immer, kann man nie genau sagen. Ich kann euch da dazu nur empfehlen, dem Kalle zu folgen auf Modding Welt. Da postet er immer die aktuellen Stände und dann wird er da auch nichts verpassen. In dem Sinn würde ich mich freuen, schreibt dem Kalle ein Grüßle in die Kommentare. Ein Like und ein Abo wäre wie immer nicht verkehrt und kostet euch nichts, supportet uns. Und in dem Sinn, habt eine schöne Woche. Kalle, lass es ordentlich krachen heute. Bis dann, euer Yogi. Ciao.